Was geht ab, meine lieben Freunde und Freundinnen? Ich habe heute einen Tag frei. Und da es schön warm ist, dachte ich mir, ey, hier muss doch irgendwo in der Nähe ein See sein. Ich habe jetzt eine Location bekommen, bin eine halbe Stunde mit dem Rad durch die Gegend gebrettert. Und siehe da, da ist ein See. Da hinten, da ist auf jeden Fall ein kleines Fleckchen, wo gerade niemand ist. Ich weiß nicht, wie lange ich bis da hinten brauche. Ich werde auf jeden Fall einfach laufen und gucken, wo es mich hin verschlägt. Da bin ich vorhin lang gelaufen, circa vor 10 Minuten. Das heißt, die Umrundung dürfte doch nicht so lange dauern. Mega nice auf jeden Fall. Ich habe das Bad richtig genossen. Ich fühle mich jetzt so erfrischt und auch ein bisschen wacher. Das heißt, der Ausflug hat sich 100% gelohnt. 10 von 10 würde ich wieder machen. Für das ultimative Erlebnis der Wildnis habe ich mir noch eine Kokosnuss besorgt. Mhm. Okay. Ich hoffe, das muss so klingen. Also ein bisschen was kommt raus. Aber nicht so richtig. Scheiße, der Strom ist halt echt für ein Arm. Coconut Shock! Schaut euch einfach an, wie schön das hier ist, Alter. Ich habe mich übrigens verlaufen. Gerade stand da noch 19 Minuten auf dem Handy. Ja, ich schiebe hier mein Fahrrad durch den Sand. Aber ich bin irgendwie lost. Ich bin seit einer Weile schon wieder zu Hause. Es war wirklich ein sehr schöner Tag heute am Wasser, das habe ich sehr genossen. Und jetzt fehlt aber natürlich noch die letzte Mission, nämlich die Kokosnuss öffnen. Dafür habe ich auch schon das richtige Messer. Mal gucken, ob das funktioniert, so wie bei Seven vs. Wild, wo man einfach mit der Rückseite einfach so ein bisschen so... Boah, das ist echt laut. Glaube ich. Nee, das muss ich morgen nochmal probieren. Es ist schon zu spät, um so laut zu sein. Es ist nämlich 1 Uhr morgens. Spätschicht lässt grüßen. Ich fahre jetzt nach Berlin, denn ich bin eingeladen auf einen literarischen Abend, wo Gedichte vorgetragen werden und über Kunst gesprochen wird. Alles auf Ukrainisch. Das heißt, ich werde relativ wenig verstehen. So, wir sind jetzt in der Location angekommen, im Space Medusa Pub in Kreuzberg. Hier ist auch schon sehr künstlerisch alles. Hier hängt ein bisschen eine kleine Ausstellung. Und jetzt werden wir erstmal alles vorbereiten, Mikrofon aufstellen und so. Und dann werden Stück für Stück die Leute eintrudeln. Und dann geht's los. Morgen fahre ich nach Chemnitz und lasse mir dann mein Tattoo endlich fertig stechen. Also eigentlich hier unten, da fehlt nämlich der Hintergrund. Aber was viel wichtiger ist, ich werde zum ersten Mal in meinem Leben eine ungeschälte Kiwi probieren. Weil angeblich geht es ja. Bin skeptisch, aber let's go. Also diese Enden finde ich nicht so enjoyable, weil die sehr hart sind. Aber der Rest... Blowt ein bisschen mein Mind, das schmeckt echt gut. Das ist voll praktisch, so auch weil immer Kiwi schälen oder so. Und ich kann nicht mit Löffel essen, weil ich bin einer dieser Personen, die auf der Zunge dann Reaktionen hat, wenn ich Kiwi mit einem Löffel esse. Schreibt in die Kommentare, ob ihr auch davon betroffen seid. Dementsprechend ist es echt eine nice Sache, dass man das so machen kann. Willkommen in Chemnitz. Wir gehen jetzt zu einem meiner alten Main Spots, wo ich Parkour trainiert habe, als ich hier gewohnt habe. Dann werden wir eine kleine Mini-Session einlegen. Let's go. Das ist der Brühl. Ein paar Challenges sind neu, ein paar sind alt, weil hier viel umgebaut wurde. Hier ist eine alte Challenge, die ich gerne jetzt mal probieren möchte. Und zwar eine Katze-Prezi. Sieht jetzt weiter aus, als ich es in Erinnerung habe. Ist aber auch schon bestimmt 5-6 Jahre her, dass ich das gemacht habe. Okay,
klitzekleine Ausrede, ich bin echt kaputt von der Fahrt hierher. Die war anstrengend, aber ich werde es weiter probieren. Die Challenge bleibt leider unerfüllt. Aber mal gucken, was wir sonst noch so finden. Danke für euren Support! Aus der kleinen Trainingssession ist jetzt doch eine größere Runde geworden. Ich trainiere nicht viel, aber an vielen Orten. Hier musste ich mich tatsächlich ein bisschen beeilen, weil an der Wand wird angeblich der Alarm ausgelöst, deshalb wird man da schnell weggeschickt, aber ich habe meine Challenge kurz fertig gemacht und jetzt geht's weiter. Anfängt zu regnen oder so, gehe ich jetzt nochmal schnell ins Wasser, mich abholen. So, wir sind jetzt im Tattoo-Atelier von meiner Mom und ich werde jetzt erstmal ein paar Stunden gequält. Vielleicht nur ein paar Minuten, wenn ich gleich abklopfe, aber ich bin mal positiv. Wie bitte? Okay, das ist gut. Nimm den Druck raus. Ja, nee, nee, bist nicht, ne? Aber ich hab echt vergessen, warum ich so froh war, dass wir fertig waren und so weiter. So, 3 Stunden später ist es fertig. Auf Instagram findet ihr nochmal einen Post, wo es dann abgeheilt ist, wie es dann fertig aussieht. Vielen Dank, Mama. Vielen Dank für die Qualen. Wenn ihr euch auch quälen lassen wollt von meiner Mutter, dann habt ihr hier einmal alle Infos. Und in der Beschreibung findet ihr natürlich Links dazu. Ich gehe jetzt schlafen. Zumindest dachte ich, dass ich dann schlafen gehe, aber ganz im Gegenteil, diese Folie, die ihr in der letzten Szene seht, mit diesen schwarzen Saugpads,
die stört mich mega. Ich hasse das. Das ist meine persönliche Hölle hoch 10, ohne Scheiß. Ich kann mich da zwar bewegen, aber es ist unangenehm. Ich mag es einfach überhaupt nicht. Und dann waren draußen vor der Haustür mitten in der Nacht noch richtig viel betrunken Leute, die mit Flaschen rumgeschmissen haben und laut Musik gehört haben und weiß ich was alles. Und insgesamt habe ich in der Nacht irgendwie 20 Minuten oder so geschlafen. Das war echt schrecklich und anstrengend, aber ich habe es geschafft. Sobald mein Tattoo abgeheilt ist, mache ich wie gesagt ein Foto und lade es auf Instagram hoch. Das wird dann so um den 14. Juli sein. Genau, also checkt es auf jeden Fall aus. Und ansonsten, Leute, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare und teilt das Video auch gerne. Folgt mir auf Twitch, weil da mache ich manchmal Streams. Folgt mir auf Spotify, weil da mache ich manchmal Musik. Folgt mir auf YouTube, wie gesagt, weil hier gibt's Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.